So, damit herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Hearthstone mit Besuch, wie schon öfters angesprochen. Endlich mal dem Hearthstone-Guru und so. Nicht nur Pharma-Gott, sondern auch noch Hearthstone-Guru. Mein Gott, Pinky, wo du überall Naja, rumschwebst. Guru ist vielleicht etwas übertrieben, aber Ja, ja. ich bitte dich, im Gegensatz zu mir, Alter, die letzte Arena lief suboptimal. Ja, genau. Pinky guckt mir jetzt übrigens über TeamViewer zu. Ich denke mal, die meisten von denen oder euch werden wissen, was das ist. Halt einfach, dass er meinen Bildschirm mitsehen kann und mir einfach so ein bisschen helfen kann. Und wir werden uns mal die Arena freikaufen. Du siehst alles? Ich sehe alles, ja, wunderbar. Na wunderbar. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich Jäger spielen darf. Oder Magier, läuft ja seitdem du mir da ein gutes Deck zusammengestellt hast, auch ganz gut. Hätten Jäger sogar zur Auswahl. Ja. Also ehrlich gesagt, such dir aus, was du willst. Ich finde es mit Hexenmeister öfter problematisch in der Arena. Der ist Okay. schön schnell, aber man verliert sehr schnell. Ja, ich habe eben gerade ja 8 Runden Hexenmeister gespielt und davon nur 2 gewonnen, damit ich mein Gold zurecht zusammen hatte, weil ich ja diese 2 Quests hatte. Also ich würde jetzt natürlich zu Rexxer tendieren, weil ich ihn halt einfach am liebsten spiele. Können wir machen. Also ehrlich gesagt, ich finde die drei Charakterauswahlen nicht besonders toll, auch für meine Spielweise nicht Was passiert wirklich. eigentlich, wenn ich auf zurück drücke? Kriege ich dann andere vorgeschlagen? Okay, das sind dann immer dieselben, wenn ich einmal bezahlt habe. Man kann nur jederzeit abbrechen, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Wenn man jetzt so ein Deck zusammenstellt gerade und dann merkt, oh, ich muss weg dann. Das bleibt Aber dann aber bis zu dem Punkt erstellt. das bleibt bis zu dem Punkt erstellt, genau. Okay. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal zu Rexxer tendieren, auch wenn das letzte Mal nicht so gut geklappt hat. Vielleicht klappt es ja diesmal Dann nehmen besser. wir. Wobei du mit Rexer besser bist als ich. Aber der Karten zusammenstellen bin ich halt einfach auch nicht so gut. Obwohl das Rexxer-Deck habe ich Kann natürlich auch die selber Jagd zusammengestellt. beginnen? Ja, wir machen es doch einfach mal zusammen und werden sehen, wie es läuft. Eben. So. Fängt schon mal Oh, dann. spannend an. Ja, dann haben wir schon mal drei gute Karten. Also den in der Mitte würde ich dir schon mal nicht empfehlen. Ja, ganz kurz, ist das eigentlich so, wenn man hier die 3 Karten vorgeschlagen bekommt, sind die dann immer von derselben Seltenheit? Weil die jetzt zum Beispiel auch alle drei selten sind? Nee, doch selten, Ja, die sind tatsächlich immer von derselben Seltenheit. Also die sind alle entweder häufig, legendär, episch oder wie heißt das letzte? Selten. okay, Rechtsklick, da kriege ich dann Infos drüber, ne? Also Vorsicht, dass man da nicht mit links draufklickt oder am iPad da überhaupt draufklickt. Also ich glaube, man Genau. kann mit draufbleiben, geht das noch, aber einfach vorsichtig sein. In dem Fall muss ich sagen, würde ich dir eher zu Explosivschuss raten. Ja, weil. Deshalb. Ja, klar, weil die Idee ist nicht unbedingt. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht, weil ich meine, ich habe die zwei relativ neu jetzt auch in meinem Deck. Jägerdeck, aber die kommt halt seltener zum Einsatz als die hier, weil die halt wirklich zum Aufräumen ganz gut ist. Ganz genau. Und vor allem, dann kommt mal einer an mit Schweigen und dann hast du das Problem, dass die ja eine für 6,5 eine ziemlich teure Karte war. Okay. Jetzt hätten wir in der Mitte das Wildtier. Ja, für dich macht es deutlich mehr Sinn. Also entweder Kultmeisterin generell oder eben der Terrorwolf Alpha, du musst schnell sein, ja, würde ich Also nehmen. würde die bitte wählen. Ja, Ja, hätte ich ja. jetzt auch allein durch dieses Wildtier, dass man halt dann immer guckt, dass man ordentliches Wildtier-Deck zusammensetzt. Ah, und wir hoffen, wir kriegen einen Bussard und den haben wir jetzt auch. Das hat natürlich super Auswahlmöglichkeiten, Wenn aber euer Gegner einen du Diener brauchst. ausspielt, werden diesem vier. Den kenne ich zum Beispiel. Das Geheimnis habe ich selber zum Beispiel noch nie gespielt. Aber das macht. Also, du musst immer überlegen, wenn der Gegner zum Beispiel eine 1-1er ausspielt, dann macht es. Das macht. Ja. Ja, schon klar. Das ist dann Ich würde blöd. eher zum Bussard tendieren, weil Ja, das ist ja eine Taktik, die du mächtig. unbedingt brauchst. Zum Kartenziehen extrem mächtig. Ja. Fass ist natürlich auch geil, aber jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ja, eben, das ist schon geil, aber. Fass ist halt in einem richtigen Jägerdeck, würde ich Fass und verhungernder Bussard auf jeden Fall auch mitnehmen, beide. Definitiv. Gut. Aber mit Bussard sollte man anfangen, weil du brauchst den einfach. So. Alles klar. Hier würde ich dir zu Icewind Yeti raten. Okay, ich würde jetzt keine Ahnung, was ich hier nehmen soll. Das wäre, glaube ich, aus reiner Intuition dann entstanden. Icewind Yeti würde ich eigentlich generell nehmen, wenn man nicht weiß, was man nehmen soll, weil das ist einfach eine günstige Kreatur. Also 4-5 Kreaturen Ja. für 4 Mana sehr günstig. Stimmt. Und noch mit 4 echt günstiger eigentlich. So, schade, dass das hier kein Wildtier ist. Ja. Aber trotzdem würde ich dir zum Wolfsreiter raten. Wir müssen schnell bleiben. In der Arena Ja. haben wir viele Leute, die auf Schnelligkeit gehen. Ogermagier ist zu langsam und bringt dir zu wenig. Und Ja. Ritter von Feuer wird ihn anstarren. Ja, genau. Der ist halt geil, weil er, aber das ist halt Schwachsinn. Ansturm ist dir dann eh egal, ob es verreckt, weil du ja direkt benutzen willst eigentlich. Richtig. Also man könnte den bei einem Priesterdeck benutzen, aber nicht beim Jäger. So, leider hast du keine Waffen oder noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja, das ist stimmt. Aber es gibt halt auch wenige, ne? Also, ich würde trotzdem generell zu den Blutsegelräuberinnen, weil die für 2 Mana eine 2-3 noch günstig ist und vielleicht kriegen wir noch eine Waffe, dann kannst du die auch noch verstärken. Ansturm, wenn ihr eine Waffe angelegt habt, sondern da ist die Oder? sowieso Schwachsinn.
Genau, oder eben der Fleischfresser ist mir cool, aber der ist halt teurer. Wir wollen schnell bleiben und normalerweise der Gegner macht ihn sofort fertig, weil er nicht viel aushält. Geil wäre natürlich mit den, wenn wir die Last hier Hunde frei, dann wird wäre dann natürlich wieder episch, wie die Hyäne Das eben. wäre super, ja, aber Kann man wie halt hoch? nicht. Ich würde es generell erstmal den am Anfang vom Deck jetzt noch eine günstige nehmen, ja. Okay. Zugeschlagen. Und Oh Mann, na gut, okay. eigene Erfahrung in der Mitte finde ich eigentlich nicht so geil, obwohl es eigentlich eine gute Karte ist. Aber muss ich ehrlich sagen, selten für mich erfolgreich gewesen. Okay, also es ist halt so, der mit Ansturm, das kann halt schon mal was bringen, ja. Ja, ist in meinem Hexenmeister-Deck war der jetzt drin, in dem Standard-Deck. Nee, Also aber ich bei. würde, da wir noch mehr Wildtiere kriegen, ich würde trotzdem auf den Tundra Nashorn Ja, hätte ich jetzt auch gehen. trotzdem gesagt, aber weil das hier ist halt sowieso, also die Karte benutze ich in meinem richtigen Jägerdeck auch nicht, weil hast du mir dazu empfohlen, glaube ich sogar, ich finde die irgendwie nicht so. Ja, ich finde die auch nicht so toll. Weiß nicht. Wo ich schon öfters Also drüber macht. nachgedacht habe, ist das eigentlich bei der Karte so, wenn du die zwei Karten zurücklegst, kommen die dann als nächstes dran oder sind die dann irgendwo? Nee, die sind dann weg. Ach, die sind dann weg. Ja, die waren abgeworfen. Die hast du nicht mehr im Deck. Das heißt, du hast drei Karten verloren. Also drei Karten nicht mehr im Deck und gehst schneller Deck tot. Hier würde ich auch auf Mehrfachschuss tendieren. Ich weiß, Fass ist flexibler, aber Mehrfachschuss macht mehr Können Schaden. wir Fass jetzt nochmal bekommen, weil es jetzt schon zweimal aufgetaucht ist? Ehrlich gesagt, laut meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, obwohl die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich wie bei jeder anderen Karte ist. Aber Okay, wenn bei also es mir eine Karte kommt, dann kommt sie öfter. hat nichts damit zu tun, obwohl sie schon mal zweimal gekommen ist, dass sie jetzt nicht nochmal gemischt werden darf, eingemischt werden kann. Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte schon mal viermal die Auswahlmöglichkeit zwischen der Karte und ich habe Okay. mich dreimal für die eine entschieden, das weiß ich noch. Okay, den Pirat kenne ich gar nicht. Schreckensgroßer. Ich würde jetzt Wir haben. zu dem Eisenberg-Grizzly tendieren, dadurch Richtig. das Wildtier und. Also eben Wildtier, 3-3 für 3 Mana. Ist das zwar nicht ganz so günstig, aber da es ein Wildtier ist, könnte es uns helfen. Ah, schau mal her. Da hätten wir sogar eine Waffe. Die Waffe ist sogar nicht schlecht. Allerdings haben wir, wobei, warte mal, Kein mit den Geheimnissen Geheimnis. haben noch keine Geheimnisse. Der azurblaue Drache ist definitiv auch immer eine sehr gute Wahl. Aber ich würde trotzdem zur Waffe tendieren, weil wir ja jetzt schon einen Piraten drin haben. Vielleicht kommt noch mehr. Also vor Okay, allem mehr jetzt. Waffen. Und für drei Mana, vielleicht immer noch ein Geheimnis, dann ist die richtig geil. Ja, wenn wir eins ziehen, aber müsste eigentlich auf jeden Fall noch eins kommen. Ruft Ja, also wir einen. müssen gucken, das ist relativ günstig. Allerdings würde ich dir trotzdem zum Söldner der Venture Company raten. Weil der einfach, du kann, deine Diener kosten zwar mehr, aber der Gegner muss erstmal diese 7, 6 wegkriegen. Wenn er Auf die nicht jeden wegkriegt, hat er auch ein Problem. Fall. Echt? Ich habe ich noch nie mitgespielt, aber können gerne. Probieren wir das Probieren aus. wir es mal. Jetzt muss man gucken, dass wir nicht mehr allzu viele teure Oh Karten mehr ja. in der Logo. Gar keine Frage. Gar keine Frage, gell? Okay, schon wieder Mehrfachschuss. Das dritte Also der Mal. rechts auf jeden Fall auf keinen Fall. Der ist insgesamt auch nicht so toll. Ist auch Der teuer. Wort, der ist halt sehr günstig, weißt. Aber Mehrfachschuss bringt auch schon. Mehrfachschuss bringt halt mehr. Ja, wahrscheinlich. Ich würde auch zu Mehrfachschuss tendieren. Ich hoffe ja noch auf meine Lieblingskarte. Wir müssen mal gucken, dass das Deck eben nicht zu teuer wird. Haben noch wenig. Kriegen wir schon wieder teure Karten. Versucht 3 Schaden, der zufällig auf allen anderen Charakteren aufgeteilt wird. Ah, also prinzipiell bin ich da immer für den Dunkeleisenzwerg, weil der eben zwei Angriff gibt und dann kannst du ein Monster verstärken und so weiter. Das Problem ist, der ist jetzt schon ziemlich teuer, deswegen würde ich jetzt dann doch zum verrückten Bomber raten. Auch noch nie Weil gesehen die Karte tatsächlich, aber sieht eigentlich also billig und eigentlich ganz gut, der Kampfschrei. eigentlich schon, aber die kann halt auch nach hinten losgehen. Ja, vernichten wir irgendeinen Gegner, oder? Immer gut, immer gut. Die ist auch nicht besonders teuer, das ist wichtig. Das ist So. eine Scheißfalle. Im Prinzip ist er nicht so toll, das ist richtig. Sie wäre jetzt aber günstig und vielleicht würde es unsere Waffe nachher später helfen. Also ich würde sie. Der Drachenmechaniker, wir brauchen zwar Kreaturen, aber das ist auch kein Wildtier. Und der Schildträger, du müsstest nur verstärken können, du hast im Moment nichts, um ihn zu verstärken. Also Haben ich würde halt auch. schon eine hohe Zweier-Mana-Kurve, ne? Ja, aber besser hohe Zweier als hohe Fünfer Mana. Das ist richtig. Wir brauchen Einser-Kreaturen noch. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall die Falle nehmen in dem Fall. Jetzt muss auch noch gucken, dass wir ein paar Kreaturen reinkriegen. Ja, der Bussard, ja. Ganz klar eigentlich, ne? Ja. Na, hoffentlich kriegen wir noch Lass die Hunde los. Mehrfach hast du schon drin, also den in der Mitte, Ja, würde ich jetzt auch sagen. Fährtenleser, schwierig. Den haben wir schon. Das wäre noch ein ja. Das Zweier-Spot. Wäre wieder zwei.
Das wäre wieder Zweifel. Der ist halt von dem Mana-Kosten jetzt auch nicht so der Burner. Aber einen Söldner würde ich nur einmal drin haben, weil wir wollen ein möglichst günstiges Deck erstellen. Also wir müssen eigentlich einen Frostwolf-Grunzer nehmen. Okay. Wäre schade eigentlich. Noch eine Waffe, dieselbe. Ja, nee, oder eben. Leuchtfeuer ist auch nicht schlecht. Aber die habe ich tatsächlich noch seltener genutzt als das Einzige, was wirklich geil an der ist, dass ich eine Karte ziehe. Hatte ich bisher zumindest. Richtig, also manchmal macht es noch Sinn wegen Geheimnissen und so, aber ja, ich würde auch zur Waffe tendieren. Ich habe in meinem Jägerdeck noch gar keine Waffe. Schon wieder Ah, okay. Mehrfachschuss. Da habe ich schon zweimal drin. Das ist ja krass. Aber in dem Fall, warum nicht noch ein drittes Mal? Ach, das geht. Ja, das geht. Ach, hier geht das. In der Arena kannst du alles so oft reinholen, wie du willst. Oh, krass, dann nehme ich es mit. Ja, würde ich auch machen. Müssen bloß gucken, dass wir jetzt langsam mehr Kreaturen mit reinbringen. Oh, ja. Der Unteroffizier ist halt echt nicht schlecht. Ja, wir Und haben vor allem der bisher vor allem auch. wenig Kreaturen eben. Also ich würde einen Unteroffizier nehmen. Der kostet nur ein Mana, weißt du? Und das mit den zwei Angriffen, das ist richtig gut. Also der bringt vier Angriffe aufs Feld. Also ich würde ihn erstmal nehmen. Oh Mann, ey. Was für Sport. eine Aus. Ja, wir Eisfeld ist müssen. auch gut. Die sind alle drei, also eigentlich die rechten zwei, also Eismeditier und Ritter der silbernen Hand, sind sehr kostengünstig, die würde ich immer empfehlen. Aber du brauchst unbedingt Wildtiere. Deswegen würde ich einen Eisenpelz-Grizzly jetzt erstmal nehmen. Das ist die Nummer 2, dann habe ich ja schon mal. Naja, Hauptsache ein paar Spotter, das ist, dann sind wir da auch nicht zu so knapp aufgestellt. Schon wieder Lichtfeuer. Nimm den Kodo. Echt, meinst du? Der ist lustig. Es ist ein Vielleicht dann. Wildtier, für dich gut, und du kannst eine Kreatur zerstören. Also zum Beispiel einen Gurubashi-Berserker, wenn er mal nervt. Ah, ach, aber zufällig, okay. Naja, zufällig, aber das kann man ja manipulieren. Das stimmt. Den mag ich gar Okay. nicht. Nee, der mit Magma Wüter würde ich auch nicht empfehlen. Mit einem, das bringt nicht viel. Ich würde zum Beutehamsterer tendieren, dann kannst du wenigstens noch eine Karte ziehen. Genau, das ist eigentlich echt eine ganz gute Karte. Vor allem ist jetzt nicht wirklich günstig im Verhältnis, aber dadurch, dass du die Karte ziehst, macht sie sich wieder wertvoll. Okay. Also, wir haben ja schon zwei Waffen hängen, ne? Richtig, also ich würde auch die Blutsegelräuberin bevorzugen. Genau, jetzt haben wir halt die zwei echt voll schon. Ja, wir sind halt ziemlich schnell. Wir müssen jetzt gucken, dass wir noch Finisher finden. Ah, Sprengfalle brauchst du aber. Ja, würde ich auch sagen. Die ist wichtig. Oh, ich hätte jetzt ganz gern die Hunde noch. Aha, aber es wird schon langsam schwer. Also jetzt würde ich einen Champion nehmen. Wir brauchen einen Finisher. Den haben wir schon drin. Der Morlock ist aber auch nicht toll. Priesterin, die ist sehr, sehr teuer. Also ich würde trotzdem zum verrückten Bomber tendieren. Auch wieder eine Zweier, ich weiß, aber Ist ja besser jetzt nicht so. unbedingt so negativ. Eigentlich nicht. Aber wir haben ziemlich auch nicht so toll viele Kreaturen drin. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ja, Zieh dann ein. wieder Explosivschuss. Geht nicht anders. Dann haben wir jetzt halt sehr viel Zerstörungszauber und ganz wenig Kreaturen. Das wird ein lustiger Kampf mit dem Deck. Ich bin gespannt. Kann man schlecht beeinflussen, ja. Lass die Hunde los, wäre toll gewesen. Man kann nicht alles haben, ne? Yep. Mana-Kurve sieht ungesund, aber gesund aus. Eigentlich finde ich die Mana-Kurve sogar richtig gut, aber man muss gucken. Ja, Schade wir ist, dass wir müssen. diese. Ich suche schon mal. Schade, dass ich diese eine Karte nicht gezogen habe, auf der ich. Ach Gott, wie heißt das? Die ist das Leben von einem Diener auf 1 setzt. Ah, die ist auch lustig, ja. Ja, Ja, aber mit. lass die besser gewesen. Ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Kann man nichts machen. Das ist leider die Arena. Wir werden sehen, wie weit ihr damit kommt. Und noch weniger beeinflussen, vor allem. Ja. Schau Gut. mal, die Zeit ist ja nicht schlecht. Auf geht's. Vielleicht wird's besser. Ach, gegen Rexxar. Super, und der hat die Rexxar! Hunde. Ja, und der hat die Du Hunde los. darfst die Jagd beginnen. Nee, Ich lass die Hunde bringe los, halt. euch zum Ja. Erstarken. Oh. Aber die Waffe am Anfang ist auch nicht schlecht. Ist zwar etwas teuer, aber das geht schon. Das würde ich behalten, alles aus Intuition. Ehrlich gesagt, ich auch. Der verrückte Bomber, es könnte gut kommen, wenn er viele kleine Kreaturen hat. Wir schauen mal. Ja, und das ist ja meistens bei Jägern so, dass die Early mit kleinen anfangen, ne? Richtig. Wenn er halt in der Kartenauswahl gute Karten bekommen hat, das ist immer die Frage. Ja, das weiß man natürlich nicht. Das ist auch erst die zweite Saison, die läuft, ne? Das war's. Nee, die dritte. Oder? Nicht. Ach doch, erst gab's rote, jetzt gab's die grünen Karten und jetzt gibt's diese Regenbogenkarten, ne? Ganz genau. Ich dachte, das würde schon viel länger laufen. So, das ist Schwachsinn, jetzt schon zu spielen. Ich Der glaube auch. Einfach die Bus. Fähigkeit und Genau, und der Bus hat es mir zu wertvoll. ja.
Definitiv, also der muss nur in Kombination mit Wildtier. Ja. Da muss man sich ein bisschen wegtanken, bevor man den ausspielt. Vor allem jetzt haben wir die Möglichkeit, noch die Waffe zu spielen. Das ist auch interessant. Wenn das so weitergeht. Wir haben noch keine Falle. Oh, schon zweimal Mehrfachschuss. Ja gut, mach mit der Fähigkeit weiter. Vielleicht wartet er selbst, aber wir müssen erstmal, wir müssen Mana sparen. Weil wir haben jetzt viele, zweimal dieses Explosivschuss. Und mit dem kann man schon viel am Anfang vernichten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir mit bis 5 Mana gut überleben. Ja, und wenn er rauskommt überhaupt. Vielleicht macht er jetzt genauso weiter. Aber obwohl, wir sind ja eins vor. Okay. Jetzt versucht er hinterher zu kommen. Das heißt, er hat eine gute Kreatur, oder? Ja. Okay, so toll ist sie jetzt auch nicht. Ja, würde ich auch machen. Ja, hätte ich jetzt so tendiert. Ja. Was denn? Zerstör ihn zufällig. Völlig zufällig. Völlig zufällig. Genau, den Sergeant noch nicht ausspielen. Wir wollen dann vielleicht noch unserem Bomber 2 Angriff geben. Du meinst den Unteroffizier? Meine ich ja. Der heißt irgendwas Sergeant oder so. Irgendwie sowas auf Englisch. Ach so, du hast auf Englisch gestellt? Gestellt nicht, aber ich lese sehr viel nach. Und deswegen ist mir das dann schon wieder. Okay. Oh, das ist doch auch nicht schlecht. Ziehe eine Karte. Ich würde jetzt wirklich dazu tendieren, dass wir den noch ein bisschen was ausspielen lassen, dass wir jetzt den Beutehamsterer spielen, deine Fähigkeit spielen. Und dann drauf hoffen, dass er noch ein bisschen was daneben setzt. Ganz genau, und dann explosiv spielen. Weil die passt ja perfekt drauf. Richtig. Sowas liebe ich und sowas hebe ich mir dann immer ganz gerne auf. Ja, ich kenne das. Ich habe schon das ein oder andere Mal gespürt. Oh Mann. Außer weckt es vielleicht den Anschein, dass er denkt, wir haben nichts dagegen und dann wird er ein bisschen unvorsichtig. Oh, danke für die Karte. Ach, tatsächlich. Nochmal. Das ist auch gut. Ah. Okay, das können wir noch nicht nutzen. Da können wir nichts gegen tun gerade. Nee, Moment, noch nicht. Wir könnten jetzt, die Münze haben wir auf jeden Fall nicht. Nein. Kurz über. Entweder wir spielen die Waffe und zerstören den Senshin. Oder wir spielen den Bomber. Aber ich glaube, die Waffe, zu der würde ich eher tendieren. Die Waffe und deine Fähigkeit, ich glaube, das macht im Moment mehr Sinn. Also Waffe raus. Dann den Senshin-Meister töten. Den hat er uns so wunderbar vorgelegt. Zieht mir halt 3 ab, ne? Also lange noch über 10 haben, ist alles okay. Und jetzt dann die. Ja, den Bomber? Ne, die Fähigkeit würde ich spielen. Er wird dann mit dem Dornenschlingen-Tiger da gleich angreifen und dann können wir immer noch unsere Explosiv. Dann ja, vor allem, wenn ich jetzt den Bomber ausspiele, dann ist er eh gleich weg. Ja, das wäre gar nicht so wichtig, aber wir können ihn vor allem damit nicht töten, das ist ein großes Problem. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir, egal was er ausspielt, diese Explosivfalle spielen. Ich lass die Runde. Die uns nichts bringt. Okay. Ja, wir werden gleich sehen. Mal schauen, was wir kriegen. Vielleicht, jetzt wäre natürlich schön, wenn man die Eule hätte, aber die hat man nicht. Die habe ich in meinem anderen Deck auch drin. Ah, die ist nicht schlecht. So. Na gut, wir müssen jetzt eigentlich den. Wir können leider nur einmal spielen. Das heißt, wir könnten vielleicht mal schauen. Spiel mal den Bomber. Vielleicht bringt der ja was. Das wäre natürlich jetzt heftig, ne? Das ist. Aber das ist nicht so schlecht wie erwartet. Also wir können jetzt ein Explosiv. Naja, er hat mir 2 Schaden gemacht. Ja gut, aber wir können jetzt die Explosivfalle auf ihn spielen und können, dann ist die Kreatur daneben auch schon mal weg und der ist sehr geschädigt. Sein Spott kriegt er nachträglich nicht mehr abgezogen, ne? Nein. Okay. Ich könnte ihn theoretisch zerstören, was mir aber extrem viel Schaden machen würde. Richtig, und er ist auf direktes. Aber das Problem ist, er greift ja sowieso mit dem an. Ja, genau. Wäre ich dann bei 7. Ja, wir müssen es machen. Das ist das Problem. Eieiei. Ja, das wird noch ein knappes Spiel. Definitiv, ja. Ja. Jäger ist auch nicht so meine Königsdisziplin, aber. Da kommen die Ausreden. Oh. Für ihn, also wir sind noch nicht, aber gleich. Naja, er darf nicht mehr drankommen. Aber er kommt dran, definitiv. Ja. Nee, das haben wir leider. Verloren, oh Mann. Schade, dass wir keinen Schaman zur Auswahl hatten. Ja gut, ich brauch gar nichts machen. Nee, du hast da eigentlich nicht. Also ich mach da auch immer nichts, einfach weiter und sich dem Schicksal hingeben. Solange das nur das erste Mal und nicht das letzte Mal.
Richtig. Oh Gott. Also in der Zeit, wo wir gerade verlieren, muss ich nochmal Spaghetti-Eis. Ach, Spaghetti-Eis. Oh, nicht schlecht. Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Kein guter Einstieg. Wir versuchen es weiter. Ach, das hat gar nichts zu sagen. Das rede ich mir jetzt einfach mal ein. Da ist es bei dir eigentlich auch so bullenheiß, also wirklich so richtig. Oh ja. Gerade unten nochmal geguckt, es sind 35 Grad im Schatten bei uns auf der Terrasse. Oh ja, genau so fühlt sich's an. Das ist so, also, widerlich. Ich gehe gar nicht auf meine Dachterrasse, weil die ist komplett unter Sonnenschein, deswegen. Na. Nee. Das Licht wird den Sieg bringen. Und wieder die Waffe. Und wieder nicht die Münze. Das mag ich ja gar nicht. Also den Kodo können wir auf jeden Fall schon mal ablegen. Der Eiswind, die ist die Frage, gegen was spielen wir Priester? Der ist relativ langsam. Ich würde nur den Kodo ablegen. Ja. Okay. Priester, weil das Priester langsam quasi, okay. Also Priester sind nicht so häufig schnell. Und mit dem Bomben machen wir jetzt schon mal eine gute Start. Ich wusste gar nicht, dass der auch mich angreift. Aber dass alle... Naja, ja. Zufällig. Der greift nicht nur gegnerischer zufällig an. Deswegen ist er auch verrückt. Ja, das ist irgendwie, habe ich jetzt nicht mit gerechnet eben, weil du dann auch noch sagtest, dass das gar nicht so schlecht war. Na, ich fand das nicht so schlecht, weil er halt, wir konnten den einen Gegner wegkriegen vom Gegner. Ja. Okay, er spielt schon sowas. Da wäre jetzt der verrückte Bomber doch perfekt. Wenn wir Glück haben, ist es weg, wenn nicht, dann nicht. Gehört dazu, ne? Deswegen ist es ein Kartenspiel. Richtig. Richtige Richtung, richtige Richtung, richtige Richtung. Naja, gut, immerhin. Sagen wir es mal so. Man kann ja nicht immerhin alles haben. Ja. Mir wäre lieber gewesen, wenn der Feendrache... Ach, er kann von Zaubern... War das ein Zauber? Das ist ja nicht... Nee, das war nicht... Kampfschreißend, kein Zauber, genau. Aber man darf auch nicht vergessen, dass... wenn das auf zufällige Charaktere geht, dann ist der Feendrache genauso betroffen, weil nicht er als Ziel gewählt wurde, sondern es war nur Zufall. Der Zufall, okay. Ist das eigentlich ein Wildtier? Nee. So, okay. Waffe... Wir könnten das Wildtier ausspielen, würde ich jetzt aber nicht unbedingt machen. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich würde jetzt wirklich den Bomber gegen den also entweder die Waffe spielen und den Feendrachen wegmachen mit dem Bomber angreifen, oder deine Fähigkeit und nichts. Da kannst du dich jetzt entscheiden. Ich bin irgendwie noch dafür, dass wir den Bomber behalten, vor allem, weil wir ein bisschen Kartenvorteil haben. Also... Ich will eigentlich für die Waffe ausspielen und direkt angreifen. Ich weiß, da bin ich immer sehr, ja, sehr... Ja, würde ich auch machen. Also dann 6 insgesamt ziehen, anstatt... Ja. Ist halt, muss man immer wieder sagen, Priester, ne? Und Priester sind halt ratzfatz wieder oben. Ich hätte jetzt nicht ihn angegriffen, ehrlich gesagt. Aber ist egal. Achso, ich dachte, du meinst ihn angreifen. Ich wollte eigentlich vor allem den Drachen wegkriegen, aber ist egal. Greifen direkt an. Irgendwann muss er sich wehren. Das habe ich falsch verstanden, okay. Ach, nein. So schlimm ist das auch nicht. War auch möglich. Auch ganz legitim. Das hält die. Da kriegt er vielleicht ein bisschen Angst. Okay, mit dem kommt er nicht weit, das ist gut. Alles klar, also er kriegt langsam Angst und versucht abzutauschen. Jetzt haben wir auch mit der Waffe nur... Ah, okay, Mehrfachschuss. Bringt jetzt noch nichts. Also ich würde jetzt den Icewind Yeti spielen und mit der Waffe seinen Diener zerstören. Weil man darf nicht vergessen, der Diener von jemand Windsor. Ah, das heißt 4. Ganz genau. Und so kriege ich nur 3. Richtig, so kriegst du 2. Nur 2 und dann 10 drauf. Sogar, das war gut so rum, wie du gespielt hast. Ja. War natürlich Absicht, ich habe das vorausgesehen. Die Waffe war jetzt weg, weil wir hätten noch eine Falle auf der Hand gehabt, die sie auslösen würde, aber. Also, oder diese verbessern würde oder die Haltbarkeit verlängern würde. Ja, gut, aber das ging ja nicht. Richtig, passt schon so. Da hätte der Eiswind Yeti jetzt nicht gesessen. Was macht er da jetzt? Er hat den verstärkt. Okay, dann will er. Aber jetzt... ich finde es gut, unser Gegner hat ziemlich teure Karten drin, das ist gut für uns. Wollen wir ihn zufällig vernichten? Ja, ich wäre dafür. Zufällig vernichten, deine Fähigkeit und 4. Das läuft doch schon mal besser als eben. Ja. Auch wenn ich den Tag nicht von dem Arm loben möchte, weil gegen Priester hatte ich schon oft dieses Duell, dass er sich immer wieder hochgehielt hat. Richtig, aber viele Priester haben auch den Hang dazu, sehr teure Karten einzupacken, die er erst in der 10. Runde spielen kann. Und da könnten wir schon gewonnen haben. Da will ich gar nicht mehr spielen eigentlich. Das ist ein schönes Todesröcheln. Aha, also der kann im Prinzip 6 Schaden zufügen. Schade, der Kodo hilft uns da auch nichts, das heißt, wir müssen den direkt zerstören, bevor er noch mehr Schaden bei uns anrichtet. Also... Auf damit. Ja. Geht eh nicht anders, bevor ich noch mehr ausspiele und... Richtig, und er greift sich sowieso an. Dann brauchen wir auf jeden Fall deine Fähigkeit, weil wir noch nichts vernichten können mit dem Kodo.
Und dann ist die Frage, ob wir die Falle spielen. Aber bevor wir nicht wissen, was auf uns zukommt, macht es vielleicht Sinn, die Falle noch ein bisschen zu Ja, und behalten. den Also. Waldwolf spiele ich ganz gerne nicht so nackt. Ja, richtig. Aber wir haben auch nicht so viele Waldtiere, das darf man nicht vergessen. Aber ja, ich würde sogar. Kodo, ach, vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Den nicht. Den nicht. Ich ziehe meinen Teil jetzt. Den Den schon. Das schon. wäre der Richtige. Das wäre genau der Ganz, Richtige. Den ganz würde ich genau. nämlich Das auch ist ganz richtig. gerne zerstören. Richtig. Oder wir machen Mehrfachschuss. Das ist natürlich auch Also eine ein. geile, das ist eine geile Kombo gewesen gerade, muss man sagen. Von ihm ja, aber Auch. wir würden. Ich würde lieber auf Mehrfachschuss, dann haben wir den anderen auch gleich weg. Ja. Ja, Zwei du hast es. zufällige Gegner. Ja. Zwei zufällige Diener. Diener. Und jetzt deine Fähigkeit, um den Zug zu beenden. Ja, so würde ich es machen. Der weint gerade. Ich weiß es nicht, weil er hat noch ein paar Karten. Und Priester, wie, hast du selber schon gesagt, darf man nicht unterschätzen. Ne, ich meine jetzt, weil ich meine, das ist ja so eine der epischsten Karten, die Klerikerin. Ich muss gerade mal nachschauen, wie Ja, sie heißt. das stimmt. Fügt einem Zufall einen Schaden zu. Erhält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Hat er gut gemacht. Also wir müssen jetzt quasi schon fast unser Explosivding spielen, weil wir haben. Wobei halt. Nee, spiel mal Sprengfalle. Das macht mehr Sinn gerade. Dann sind die beiden tot, weil die werden nicht stärker. Und ich könnte. Würde ich nicht Nee, machen. nee, macht alles keinen Sinn. Schau mal kurz bei der Sprengfalle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auf den Helden oder wenn überhaupt was angreift. Alle Feinde. Nee, also wenn ein Feind euren Helden angreift. Okay, das ist wichtig. Ja, genau. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich doch eher deine Fähigkeit spielen und den Zug wirklich beenden. Komm, spiel noch was aus, spiel noch was aus, spiel noch was aus. Sind ein bisschen zu langsam. Ja, wie Aber langsam wird's eng. richtig. Zum Beispiel, wenn er jetzt ein Machtwort-Schild auf der Hand hat, zum Beispiel. Das wäre jetzt gar nicht gut. In die Röhre gucken. Wahrscheinlich. Aber er weiß, was los ist, glaube ich. Weiß Doch nicht. man nicht. Er hat sich nur zuerst geheilt, damit seine Kreatur mehr Angriff kriegt. Und deswegen. Sehr gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, Beutehamster und Champion von Sturmwind, ja. Passt ja gut zusammen. Hup. Ich Super liebe das, wenn Kombo. diese Karte da drauf klatscht. Ja, das ist bei Epischen auch sehr oft Ja, Mann, bei lustig. Epischen ist das dann richtig übel. Wenn nach dieser komische Drache, der jedes Mal so eine komische Wunschkarte für dich zieht. Für ein Legendärer, aber ja, das ist noch Ja, geiler. genau. Das mag ich gar Dann, nicht. wir haben jetzt zwei Schadenspunkte verpasst zuzufügen, aber ist eigentlich auch kein Problem. Dafür haben wir jetzt unseren tollen Soldaten hier. Und eine Karte gezogen. Ganz genau. Also würde ich sagen, der, ja, warum nicht eigentlich? Der Pelzli, also genau, der, genau. Dann der Eisenpelz-Grizzly und deine Fähigkeit, ich denke, das wird das nicht erstmal. Das reicht eigentlich. Ja, doch, denke ich auch. Das wird ihm wehtun. Und dann können wir immer noch, bevor wir angreifen, nächste Runde Ganz den genau. Waldläufer ausspielen. Quasi so als Überraschung. Überraschung! Überraschung. Surprise, Surprise! Was hast du eigentlich vorhin für eine Star Wars-Serie geguckt? War das eine Serie oder ich habe es nicht so ganz Ja, gerafft? das war Star Wars The Clone Wars. Also Star Wars Lego finde ich echt nicht so toll. Das ist mir zu babyhaft. Ja, ich Aber gucke Star das Wars jetzt The auch nicht. Clone Wars. Okay. Das wird ihn jetzt auch nicht wirklich retten, denke ich. Mal war es nicht. Ich habe ja immer noch meinen Explosionsschuss. Nee, du kannst dann Abusive Sergeant, also den. Wer ist der? Also ich würde. Ja, genau. Du machst ihn tatsächlich. Also. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Richtig. Also wir hatten wirklich mehr Augen, wenn wir langsame Gegner hatten, so wie wir selbst sind. Also wir sind schon schnell, aber nicht so richtig Rusher. Das N ist das Problem. nicht Jäger, J wie schnell quasi. Genau. Du hast es erfasst. Air Force. Und sag mal, seit wann spielst du Gitarre? Das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ja, verrat doch nicht immer alles. Nee, also ich spiele das schon ein bisschen länger. Puh. Ich habe auch mal, 17 aber Jahre. ich kann nichts mehr. Ich glaube, 17 Jahre müsste es jetzt sein. Krass Ende geil. der. Das wusste ich auch nicht. Das Aber nicht schon. so. War. Also die ersten 10 Jahre, nee, die ersten 8 Jahre sehr, sehr intensiv, aber dann muss ich sagen, ist ein bisschen eingebrochen. Zeit wurde weniger. Ja, aber man Dann kann verlernt es ich ja auch nicht richtig, oder? beginnen. Nee, nicht richtig. Man rostet vielleicht ein bisschen in den Fingern ein, aber das geht ja dann auch irgendwann.
Ja, eben. Also mit einer Stunde oder mit einer halben Stunde üben ist das. Also ist man nicht auf der Höhe. Also Champion von Stürmwind würde ich wegmachen. Ja, und den Rest Ja. ist wieder ein Priester übrigens. Ja, das ist doch gut. Oh, ich hoffe, der. Oh nein, der kostet 5 Mana. Na, mal schauen, wie wir spielen können. Ist doch schon gut. Genau, also ich würde es auch einfach beenden. Ja. So, ich nehme jetzt mal ein Stückchen Wasser, ey. Ist jemand verletzt? Was für eine Hetze. Zu schade, zu früh. Ach Mann. Also, ist denke ich klar. Dann machen wir jetzt einfach nur die Fähigkeit und lassen ihn kommen, weil es bringt nichts, wenn wir das ausspielen, dann heilt er sich und kriegt noch Karten und. Eben. Die muss man auf einen Schlag zerstören. Kann ich mit Darm würfeln? Batz. Die ziehen wir Ich ganz würde die Waffe. überhäufig. Nimm die Waffe zum Zerstören. Ich denke, das ist ganz gut. Wir kriegen zwar dann 2 Schadenspunkte, aber wenn du den Grizzly spielst, dann könnte er sich rauswinden. Habe ich die Befürchtung. Und du würdest jetzt sie angreifen? Ich jage Ja. Ja, weil du allein gerade über sagtest, 2 Schaden, deswegen, weil da kriegen wir nur einen. ihn. Ja, aber wir kriegen, er greift im nächsten Zug an, das meine ich. Ach so. Da kriegen wir dann 2 Schaden extra, als wenn wir den Eisenpelz Grizzly gespielt hätten. Aber ich glaube einfach, dass der noch irgendwas auf der Hand hat, um den Eisenpelz Grizzly zu zerstören. Ja, sowas. Und nee, lieber nicht. Jetzt wäre eigentlich perfekt so eine Art Sprengfalle, ne? Jetzt müssen wir was überlegen. Nein, nimm den Bomber, nimm den Bomber. Und wir gucken, was passiert. Oh boy. Das könnte jetzt so nach hinten losgehen oder so funktionieren. Yes. Yes. Nein. Immerhin. Ah, schade. Na, ich mir wäre es lieber, wenn der Gottesschild weg gewesen wäre. Natürlich. Kein. Jetzt haben wir die Wahl. Sprengfalle oder deine Fähigkeit. Das Problem ist halt, Sprengfalle, das macht ihm nur ein Gottesschild weg und das war's. Ich So. würde eigentlich zu deiner Fähigkeit tendieren. Und rein mit ihm. Genau. Würdest du die Waffe nutzen schon? Nee, jetzt nicht. Weil, wenn die Sprengfalle aktiviert wird, kriegt die Waffe wieder eine Haltbarkeit ein. Stimmt. Das ist die Fähigkeit der Waffe. Okay. Schub. Schön, dass er die Karte hat. Hatte. Ja, dann machen wir doch das. Es passiert so völlig random in Ja. letzter Zeit. Ja, es ist immer sehr schön mit Rand. Und vor allem eben hat Gottesschild. Das ist zwar jetzt keine besonders tolle, starke Kreatur. Ja, würde ich auch machen, die Fähigkeit. Es war keine besonders tolle, starke Kreatur, aber er hat Gottesschild und das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, das hilft immer. Definitiv, auf jeden Fall. Na, Gar lecker. nichts. Glotzen so. Ich höre das gar nicht, weil ich das sonst doppelt hören würde. Ja, schon klar. Der ist irgendwie eklig. Der ist ganz schön billig. Also jetzt wäre so die Idee zu spielen, den Eisenpelz Grizzly und deinen 1-1er Freund. Also wir können da auch übrigens gerne diskutieren über solche Entscheidungen. Weil dann hat er nämlich schon 4 Angriffe und wir könnten den theoretisch mit einer Waffe töten. Theoretisch. Oder eben, wir spielen noch die Sprengfalle dazu. Also ich würde auf jeden Fall deinen Waldwolf spielen, dass er auf jeden Fall 4 Schaden kriegt, wenn er angreift. Und dann könnte man die Sprengfalle entweder spielen oder erstmal deine Fähigkeit und im nächsten Zug mit einem ruchlosen Unteroffizier deinen Waldwolf verstärken, dass er diesen Oger zerstören kann. Oder im schlimmsten Fall mit deiner eigenen Waffe Ja, ich würde zerstören. jetzt tatsächlich die Sprengfalle auch noch nicht nehmen. Okay, alles klar. Dann Wenn nehmen ich wir mal jetzt die. ohne Knopf vom Ohr spielen würde. Das Problem ist halt, er kann halt seinen Oger wieder heilen. Damit muss man leider rechnen. Aber vielleicht spielt er noch ein paar schwächere Kreaturen aus, dass die Sprengfalle auch was bringt. Ansonsten müssen wir die Waffe leider opfern. Aber wir haben ja zum Glück mehr Waffen. Vorhin hatten wir sie sogar beide auf der Hand. Oh Das Mann. mag ich gar nicht. Oh, das kann ich verstehen. Aber er kann den nicht heilen, das ist doch schon mal gut. Aber das bringt uns gerade nichts. Mal sehen, was du von. Ah, super. Kann er doch. Kann er doch. Damit hat. Schade. Wir müssen mal gucken, was wir alles ausspielen können, ne?
Okay, also was könnten wir sinnvollerweise tun? Er würde sich wahrscheinlich heilen, wenn wir Mehrfachschuss Ja, machen. das macht wenig Sinn. Auf der anderen Seite macht es, wenn wir Mehrfachschuss mit Sprengfalle kombinieren, könnte es Sinn machen. Aber vielleicht macht jetzt auch mehr Sinn, den Icewind Yeti zu spielen, dann die Sprengfalle, und wenn die alle verwundet sind, dann kann er immer nur eine heilen. Außer er hat diese ko komische Karte nochmal auf der Hand. Das ist dann immer ziemlich nervig. Und dann könnten wir, wenn er den nämlich nicht zerstört, also ich würde sie spielen, ja. Wenn er den Icewind Yeti nicht zerstört, können wir den nächsten verstärken durch den ruchlosen Unteroffizier. Wenn er jetzt den angreift, also zwei Schaden kriegen sie sowieso, Ja. kommt davon, wenn er den angreift, dann ist der eine vielleicht sogar tot. Und dann haben wir noch Mehrfachschuss, weil er sich nicht so schnell heilen kann, außer er hat jetzt eine spezielle Karte dazu. Also er tut's, aber greift uns an, weil es gilt ja nur, wenn du auf einen Helden gehst. Und deine Waffe hat jetzt zwei Haltbarkeit. Na, das ist schon mal ganz gut. Das ist echt gut, ja. Wenn ihr jetzt den Und dann Jetzt können wir Mehrfachschuss nutzen, wenn er sich nicht heilt. Das kann man auch nutzen, wenn er sich heilt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein neues Problem. Ach, nee, oder? Eine Fresse, Junge, was tust du da? Das Ja, ist also er spielt gemein. auf jeden Fall. Da muss ich jetzt mal kurz ins Spiel eingreifen. Warte mal, wie macht man das? Gut So. gespielt. Das war echt gut gespielt. Ja, Mann. Oh Mann, ja. Okay, nee, wir haben wenig Möglichkeiten. Wir müssen den Frostwolf Grunzer spielen, aber. Ich frage, Oh Mann. was ihr wolle. Selbst das bringt uns wenig. Wir können höchstens versuchen, den Kodo zu vernichten mit Mehrfachschuss und dann den mit einer Waffe, also wenn der Kodo überhaupt getroffen wird. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich würde es spielen, vielleicht kriegen wir ja den Company Keller auch noch klein dadurch. Ah, na gut, okay, dann halt den Kodo. Mit der Waffe den Kodo vernichten, und das bringt noch nichts, weil das ist dann nur spontan für einen Zug. Kann ich Ich das auf meinen bleibe Helden spielen? allein. Nein. Und jetzt deine Fähigkeit haben. Ja, was Besseres fällt mir leider auch nicht ein. Nö, klar, natürlich. Hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das anders gemacht hätte, glaube ich. Ist auch echt kein schwacher Gegner an denen. Der hier ist halt. Gute, ja, wie gesagt, dieser Company Kerl, seine Kreaturen sind halt jetzt alle teurer. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, und drei Aber ist ja auch nicht wenig. wir müssen den erstmal wegkriegen. Das ist ein großes Problem. Was sollten wir diesen Zug bringen, sonst wird das eklig. Nein, wir haben verloren. Ja. Zu schade. Sehr, sehr schade. Können auch nichts gegen ihn spielen. Nee, gar nichts. Oh Mann. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Ich Ja, also ich bleibe glaube, das allein. haben wir verloren. Sehr schade. Ja, ist eh egal. Ist. Gut gespielt. Aber richtig, richtig gute Karten auf der Hand, der Typ. Und gute Ja gut, Kombos. aber jetzt noch alles aufziehen, was er kann. So wie ich das gehört. Naja. Level Gefällt dir so? 30, immerhin. So, das war die erste Folge. Eine Runde mit Pinky zu zocken. Und ja, wir haben das insgesamt hat es, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert oder so. Deswegen habe ich euch das jetzt einfach mal hier gecuttet. Die zweite Folge kommt dann am zweiten Hearthstone-Tag die Woche raus. Und ja, bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen schönen Tag noch. Macht's gut.